Einen wunderschönen guten Abend. Also bevor wir zu Bett gehen, wollen wir noch die Aufgabe für Technologie und Planung anschauen. Und zwar haben wir in unserem Moodle immer der 3EA noch Übungen. Und zwar im Abschnitt Betriebssysteme sind es die Übungen zu Dateien und Verzeichnisse 3 bzw. die Übungen zu Benutzergruppen und ihrer Verwaltung. Wenn wir da mal reinschauen, also zu Dateien und Verzeichnisse, hier gibt es ein paar bekannte Dinge, ein paar Dinge, die wir noch suchen müssen. Also die Erstellung von Dateien, von Verzeichnissen und dann eben das Betrachten ihrer Eigenschaften. Ja, und dann Speicherplatz, wie viel Speicherplatz belegen wir auf dem Rechner, auf dem Dateisystem, wie viel Platz gibt es insgesamt noch, wie viele Dateien gibt es oder haben wir im System, ja, die Suche einer Datei und dann das Feststellen, gibt es einen Benutzer und dann die Frage, was steht denn in der etc/passwd, was steht denn in der etc/shadow. Das noch ein paar abschließende Übungen zu Dateien und Verzeichnissen. Zu Benutzer und Gruppen. Also es eignet sich wunderbar für die Übung zu Hause, weil wir das ja auf dem Server ohne Rootrechte nicht machen können oder nur ja, anschauen, aber nicht selbst ausprobieren. Zu Hause können wir das hingegen machen. Also User add, User del, Group add, Group del, PassWD, BWGen, Change PassWD, Who, Users, Who am I, Finger Groups und so weiter. Also schaut euch das an, probiert es aus, aufpassen, nichts falsch machen, nicht, dass nachher das System nicht mehr funktioniert. Die Frage, was ist in etc? Und dann ein paar Fragen dazu. Ja, das alles dokumentieren wir wie immer im Heft, damit wir es dann auch wissen. Schönen guten Abend.